Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn, der mittlerweile schon 51. Heute geht's weiter mit der Quest Der drohende Schatten. Eine Hauptquest. Und wie ihr seht, ich habe eine neue Rüstung. Das ist die Schildweberin-Rüstung. Wie ihr die bekommt, habe ich euch in einem Guide mal ein bisschen zusammengeschnitten. Schaut da einfach mal rein. Ist noch ein bisschen was zu tun, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Mit der Rüstung ist man fast unverwundbar. Aber ihr werdet sie bestimmt bald im Einsatz sehen. Achtet dann einfach mal auf meinen Energiebalken, da verliert man fast kein Leben mehr mit dieser Rüstung. So, wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr zum Schluss der Folge freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Quest Der drohende Schatten. Begib dich zum Sonnenpalast. Und da werden wir jetzt auch hinrennen, sage ich mal. 120 Meter noch. So, wir sind kurz vor Stufe 39 schon. Ich glaube, 50 ist das Maximallevel. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das Level erreichen. Wenn wir es dann überhaupt erreichen bis zum Schluss, ich weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. Ja, salutiert mal alle von mir. So, gehen wir hier hoch. Rede mit dem Sonnenkönig Awad. Schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. So, Sonnenkönig Awad, hier noch was zu scannen. Alles klar. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt, mehr als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Awad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. So, rede mit dem tadellosen Marat. Machen wir doch mal. Immer ganz ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich?
nicht. Ihr Stamm wahrscheinlich. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Okay, und wer macht den Turm? Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Sie sind da. Der Kampf beginnt. Okay, ruhe dich vor dem Kampf aus, suche die beiden Verteidigungslinien auf. Optional überprüfe die Vorbereitung am Berg. Optional überprüfe die Vorbereitung am Turm. Optional. Ich würde sagen, das ist der Berg, das ist der Turm. Wir werden mal zum Berg gehen. Und dann schauen wir uns doch mal, was die da so machen. Nicht, dass ich denen noch hier sagen muss, hier, geh mal dahin, mach mal das. Aber ist ja eigentlich optional, also ich glaube nicht, dass ich da noch groß was machen kann. So. Wir speichern nochmal. Hinten wäre der Turm. Genau. Ja, aber ich glaube, ich habe mir nur schnell die Metallblume hier holen. Oh ne, die ist da oben, da gehen wir jetzt nicht hin. Machen wir mit der Story weiter. Die Blume kann ich mir immer noch holen. Hast du deine Rüstung poliert? Na klar. Was hier gibt? Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt. Na, Tepp ist auch da. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen Nora, beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst? Ich war unter dem alten König Wache. Diese Tage sind längst vorbei. Okay. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Merkt euch meine Worte. Du bist der Jäger aus dem Banu-Kain. Ich erkenne dich auch, Nora. Die Maschinen erwachten, als du angekommen bist. Sie waren wild. Ich kann da nichts dafür. Nein, ich danke dir, Nora. Damals entschied ich nicht, nach Ban-Ur zurückzukehren. Ich wollte hierher kommen, um zu jagen. So viele Maschinen, sogar Dämonen. Spinnenhaft schnell und ohne das blaue Licht im Inneren. Tod ist, das man wieder töten muss.
Es gibt eine ganze Armee von ihnen. Eine Armee? Ja, deshalb bin ich hier. Gut, ich warte. Geh weiter. Du solltest hier nicht herumlungern. Ja, was muss ich jetzt hier noch machen? Was meinst du, wie viele... Mit dir noch reden da? Er ist wieder bei seinem Bruder. So viele, wie ich muss. Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Es ist so... Was? Heiter. Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Sehr gut. Bereit zum Kampf? Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Hm. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint. Kann ich dir was verraten? Na klar. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Unser Feind heute ist derselbe, der aus Meridian einen Sklavenmarkt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Und heute können wir sie ein für alle Mal vernichten. Ich kam deinetwegen, aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Na, hoffen wir es mal. Aber die Maschinenreiterin hat mich erledigt. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu machen. Ich möchte mich in politische Dinge nicht rein. Schauen, was es hier noch gibt. Was ist das für ein Ding? Ha! Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad, nicht wie ein Ringlein. Versteh mich nicht falsch, du bist gut gebaut. Flirten alle Osseram im unpassendsten Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin, ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich, zuerst das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut, aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Kinder. Halt L und R2 gedrückt, um Munition aus einem nahen Vorrat zu laden. Okay, geile Sache. Geiles Ding. Okay. Überprüfe die Vorbereitungen am Turm. Ich glaube, das machen wir. Das ist ein schöner Speer. Danke. Ich mag ihn. Okay. Genug jetzt. Ich sagen, da reiten wir hin. Oh, was ist jetzt? Kann ich nicht rein oder was? Mann. Müssen wir da zu Fuß hingehen? Hilft leider nicht, Leute. Schön und klar.
Okay, wir sind richtig. Da können wir uns wenigstens noch ein bisschen Medizin mitnehmen. Kleine zähe Pflanze. Wenn wir was finden. Aber ich glaube, so viel brauchen wir nicht mehr Medizin, weil die Rüstung echt brutal stark ist. Also ich kann sie jedem nur ins Herz legen. Holt euch diese Rüstung, Leute. Die ist wirklich der Hammer. So, 100 Meter noch. Eigentlich, das Einzige, was ich jetzt noch bräuchte, wäre ein bisschen mehr Lure. Wie viel habe ich denn da? 40 plus. Ich bräuchte da ein bisschen mehr noch. Dass ich schön meine Fallen nachproduzieren kann. Ich glaube, hier war ja auch noch gar nicht oben, gell, auf dem Turm. Okay, quatsch mal mit denen. Ja, ich geh mal hier schnell hoch. Ich bin so neugierig. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Geil. Aber es sind so viele. Und wir sind so wenige. Sie sind nicht der Feind. Kriegsherrin Sona. Oh, unsere alte Bekannte. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Okay. Ja, man merkt schon bei denen, dass sie das Ganze noch nicht durchgesehen haben hier. Na, woher auch? Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Vahl. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Klar. Na gut. Dies ist ein fremdes Land. Verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger. Gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Okay. Haben wir schon wieder ganz schön viele Verbündete bis jetzt. Sehr, sehr gut. Schauen wir hier also, noch ist. Wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als normale Wachen. Und was soll das heißen? Ah, Ehrend. Okay. Ehrend ist auch da. Da sind wir wieder. Bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart.
Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Ich hoffe mal, dass es nicht nur die drei sind hier, oder die vier, die hier in der Front stehen. Das wäre ein bisschen wenig. So. Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Ich schwitze ganz schön in der Rüstung. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut. Ich gehe in die Wohnung von dem Olin, ruhe mich da aus und dann steigen wir wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Wenn es euch da ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.